Im Jahr 1989 ging Midori Takada mit dem Komponisten und Jazz-Keyboarder Masahiko Sato ins Studio und nahm ein neues Album mit dem Titel Lunar Cruise auf. Die beiden Künstler hatten bereits mehrere Live-Auftritte zusammen bestritten und dieses Album dokumentiert diese Zusammenarbeit. Wer hierbei eine Fortsetzung der Klanglandschaften von Through the Looking Glass erwartet, kommt teilweise auf seine Kosten, wird aber auch ein wenig überrascht. Masahiko Sato ist in der internationalen Jazzszene ein etablierter Name. Er hatte schon 1970 ein Album mit Jean-Luc Ponty aufgenommen. Lunar Cruise ist stilistisch deutlich breiter aufgestellt und rangiert von den erwarteten Xylophon-Klangteppichen über urban klingende Großstadt-Sounds bis hin zu avantgardistischer atonaler Musik. Das Album erschien 1990 als eine CD und wurde nie auf Vinyl veröffentlicht. Nun bis letztes Jahr 2017. Da griff es We Release Whatever the Fuck We Want Records auf und brachte es als diese schöne LP heraus. Das Album kommt allerdings mit einer CD. Und das ist auch gut so, denn das erste Stück auf der CD ist nicht auf der Vinylscheibe. Und so werden hier die Vollständigkeitsansprüche eines Sammlers doch noch befriedigt. Es fällt natürlich auf, dass dieses erste Stück am meisten aus der Reihe fällt. Gekürzt werden musste die CD ohnehin, da das vorhandene Material zu lang für eine Vinylscheibe war, aber letztendlich auch zu kurz für ein Doppelalbum. Dass man sich bei der Streichung von Iron Paradise, das erste Stück, entschied, überrascht zwar, da es ein extrem auffälliges, treibendes Musikstück ist, das so anmutet, als wäre es der Soundtrack zu einem postapokalyptischen Film der frühen 90er. Doch ich verstehe, warum man es für die LP wegnahm. Denn dadurch wirkt das Album doch musikalisch runder. Ansonsten sollte erwähnt werden, dass auf Lunar Cruise der legendäre Bassist und Soundtüffler Haruomi Hosono mitspielt. Und wer genauer hier meinen Albenreviews folgt, dem wird dieser Name schon öfter aufgefallen sein. Ich bin ein absoluter Hosono-Fan. Auf Lunar Cruise kann man seinen trippelnden, staccatohaften Bass öfter hören. Die Musik auf Lunar Cruise bietet, wie schon Midori Takadas Soloalbum Through the Looking Glass, viele atmosphärische Landschaften. Doch das Album besitzt eben auch sehr unruhige Momente. Insbesondere dann, wenn der Saxophonist Kazutoki Umezu ins Spiel kommt, brechen auch Free Jazz und allerlei kakophonische Passagen hervor. Somit ist Lunar Cruise durchaus ein extrem vielseitiges Instrumentalalbum, doch man muss auch bereit sein, sich hier einer gewissen Achterbahnfahrt auszusetzen. Der musikalische Aufbau ist eben ganz anders als bei Through the Looking Glass. Das war ein Album, bei dem man viel mehr dazu neigt, es sich in einem Stück durchzuhören. Lunar Cruise besitzt dagegen zu viele gänzlich unterschiedliche Musikstimmungen. Doch wenn man, so wie ich, viel Zeit mit dem Erstellen von eigenen Compilations und Mixes verbringt, ist Lunar Cruise natürlich wahres Gold. Dies ist eine tolle Fundgrube für großartige Aufnahmen, die sehr unterschiedliche Stimmungen bedienen. Ich gebe hier 4 von 5 Sternen. Dies ist ein starkes und musikalisch reizvolles Album. Es besitzt allerdings nicht diese akustische Konsistenz von Through the Looking Glass und somit diese einzigartige, einheitliche Erfahrung. Das ist nicht unbedingt ein Fehler. Lunar Cruise ist mehr ein musikalisches Buffet, aus dem man sich schnell seine Favoriten herauspicken kann. Masahiko Sato bringt hier tolle Sounds ins Spiel, die Takadas Kompositionen eindeutig bereichern. Manchmal sind seine Solos nur improvisiertes Gedudel, doch immer noch besser als 99% der Musik, die einem heute sonst entgegenschlägt. Dies ist, wenn überhaupt, Jammern auf sehr hohem Niveau. Wie schon bei Through the Looking Glass bietet diese neue Auflage umfangreiche Liner Notes und ein Interview mit Masahiko Sato und Midori Takada. Das war Lunar Cruise von Midori Takada und Masahiko Sato aus dem Jahr 1990.